body says we're too young, our love is not going on. They say you better go away, cause this love is made of soul and pain. Love is enough. Tolle Aufbruchsstimmung, finde ich. Ich weiß nicht. Wenn die ersten Notfälle reinkommen, geht's wahrscheinlich erstmal drunter und drüber. Wieso? Ich will gar nicht wissen, wo alles ist. In der alten Abteilung werde ich im Dunkeln operieren können. Sag mal, bist du vielleicht heute Morgen mit dem falschen Fuß aufgestanden? Nee, wie kommst du darauf? Das klingt so. Morgen. Ah, da kommt der Professor schon. Morgen. Entschuldigen Sie meine Verspätung, aber es hat auf dem Bauamt etwas länger gedauert. Wir sind auch gerade erst gekommen. Es ist ja auch gestern etwas spät geworden. Aber den Auerbachs Keller wollte ich Ihnen unbedingt noch zeigen. Oh ja, danke. Morgen. Ich begrüße Sie herzlich in unserer neuen chirurgischen Klinik. Ich darf Ihnen zuerst Dr. Heimann vorstellen. Ach, Papa, wissen Sie, wo er steckt? Wohin war er im OP-Bereich? Gut, dann gehen wir doch einfach dahin, das wird Sie ohnehin interessieren. Brauchen Sie mich noch ab? Danke, Baba. Ich kümmere mich selbst um unsere Gäste. Bitte. Probleme? Mütterliche Fahne. Das ist Dr. Heimann, unser neuer Chefarzt. Frau Sand, Herr Dr. Schneider und Herr Vogt von der Firma Kilo Farm. Angenehm. Ich denke, wir werden gut miteinander arbeiten. Das denke ich auch. Inhaltliches zu den geplanten Testreihen besprechen Sie von nun an ausschließlich mit Herrn Dr. Heimann. Dann möchte ich Ihnen jetzt mal das Allerheiligste einer jeden Chirurgie zeigen. Den OP. Mein Schwiegervater in Spee bekommt sowas Staatstragendes. Bilder auf dem OP direkt nach außen. Versteht die Mama gut? Naja. Was Sie sicherlich besonders interessiert, ist unser neues Labor. Wir versuchen auch dort den modernsten Standard zu erreichen, aber Sie wissen ja selbst, wie kostenintensiv gerade dieser Bereich ist. Durch unsere gemeinsamen Testreihen hoffen wir natürlich auf Ihr finanzielles Entgegenkommen. Darf man mal, Herr Chefarzt? Hallo, Autounfall. Die Dame hat eine kleine Platzwunde an der Stirn. Zum Röntgen. Wir sind noch gar nicht richtig umgezogen, schon hat uns der Alter wieder. Herr Junge? Fieber 39,2, reduzierter Allgemeinzustand, das hat aber nichts zu tun mit dem Unfall. Also, von zu Hause los, ging es ihm noch gut. Auf halbem Weg zum Flughafen war er dann schon ganz heiß. Hallo, und Dr. Kreuzer? Hallo. Er heißt Christopher, so schnell bekommt man doch nicht so hohes Fieber. Was hat er denn? Was ist denn los mit ihm? Wir werden sehen. Wir wollten gerade in Urlaub. Oh, wo sollte die Reise denn hingehen? Karibik. Dominikanische. Ganz schön weit. Damit Papa mal los von seiner Arbeit kommt. Ich habe ein Bauunternehmen, habe mir endlich mal 2 Wochen freigeschaufelt. Verstehe. Jetzt nicht, Frau Schuster, ich rufe zurück. Sie können gerne mit rein, aber das Handy bleibt aus. Auf die Plätze. Fertig. Los! Das mit Kilo Farben läuft doch gut. Sehr gut. Wenn die Herrschaften frühstücken fertig sind, sagen Sie mir bitte Bescheid, Baba. Ja, klar, mache ich. Kommen Sie, Heimann, nehmen Sie Platz. Danke. Na? Wie fühlen Sie sich? Gut. Es wird sich allerdings mehr ändern, als Sie glauben. Nicht nur für mich. Ja. Haben Sie recht. Das ist schon ein komisches Gefühl, nicht mehr an der Front zu stehen. Geschäftsführer.
ausführender Direktor. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Sie werden ja weiterhin 1-2 Tage die Woche operieren. Da ist der Übergang nicht ganz so hart. Ja, zum Glück. Einmal, mir scheint, als wären Sie flügge geworden. Bin doch auch alt genug. Immerhin bin ich schon Großvater. Aber da ist etwas, was Sie bisher noch unterschätzen. Es gibt Kollegen, mit denen sind Sie sehr gut befreundet. Aber Sie stehen jetzt auf einer ganz anderen Stufe. Jedem Kollegen muss klar sein und spürbar werden, dass Sie hier der Chef sind. Das sehe ich auch so. Mein Vorgänger als Chefarzt, Professor Kreuzer. Achims Vater. Ja, Achims Vater hat mir etwas gegeben bei meinem Amtsantritt. Er hatte das große Glück, den Autor dieser Bücher zum Lehrer zu haben. Ferdinand Sauerbruch, Chirurgie der Brustorgane. Lieber Gernot Simoni, diese Bücher habe ich von Professor Sauerbruch persönlich erhalten. Unser Wahlspruch war immer, Arztum ist das Schönste und Größte an Beziehungen von Mensch zu Mensch. In diesem Sinne möchte ich sie Ihnen weitergeben. Erweisen Sie sich Ihrer würdig. Dankeschön, danke. Ja, und dann habe ich noch was ganz Profanes, Ihr Vertrag, Ihr neuer. Entschuldigung? Ja, was ist denn? Die Herren von der Krankenkasse sind da. Was denn jetzt schon? Ja. Gut, danke, Papa. Der Vertrag hat ja noch Zeit. Ich komme später nochmal. Gut. Wobei, hat Zyklopischen Kreuzer bereits zur Visite? Weitermachen, Kinder, weitermachen. Wann werdet ihr zwei erwachsen? Im nächsten Leben. Ach doch schon. Der Vorgesetzte muss man sich ins Zeug legen, oder? Ich würde gern was mit euch besprechen. Schieß los. Ihr werdet sich ja jetzt das eine oder das andere verändern. Zum Beispiel die neuen Räume oder meine neue Position. Aber eins will ich klarstellen, es ändert nichts an unserer Freundschaft. Nicht das Geringste. Na sicher. Das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Achim. Oder? Moment. Du bist mein Umzug aus Versehen hier gelandet. Vielleicht hast du sie schon vermisst. Danke. Keine Ursache, Chef. Wie geht's denn dem kleinen Jungen, den mit dem Fieber? Das ist aber Bruns. Ich habe ihm Paracetamol gegeben. Aber er hat nach wie vor erhöhte Temperatur. Dr. Kreuzer? Das Blutbild von Christopher Bruns? Ja. Danke. So. Stimmt was nicht? Eine starke Anämie. Und die Thrombus. Auch viel zu wenig. Sehr bedenklich. Sieht nicht gut aus. Was meint ihr, was er hat? Ein Tumor? Oder eine Stoffwechselerkrankung? Das kann aber auch was ganz anderes sein. Ist aber eher unwahrscheinlich. Guck mir den Jungen mal an. Komm. Ich dachte, Christopher Bruns war mein Patient. Soll auch bleiben. Aber? Ich bin derjenige, der ab jetzt hier für alles gerade stehen muss, deshalb bin ich nicht sehen, alles klar? Ach, da sind Sie ja. Was ist denn mit Chris? Was hat er denn? Haben Sie noch ein paar Minuten Geduld, dann wissen wir mehr. Geduld, sie macht mir Spaß. Ist das denn was Ernstes? Ach, das ist denn nun schon wieder. Herr Bruns, ich hatte Ihnen ja vorhin schon mal gesagt, dass Handys im Krankenhaus verboten sind. Bitte machen Sie das. Ja. Trinken Sie doch erstmal einen Kaffee. Wieder reingedrückt, aber es tut sich trotzdem nichts. Ja, ich kann ja schlecht den Leuten die Haare waschen und dann sagen, ja, also tut mir leid, Föhn ist heute leider nicht. Ich könnte Ihnen die Haare trocken rubbeln, wenn Sie wollen. Und ausgerechnet, am Eröffnungstag muss sowas passieren. Bleibt ganz ruhig, Pia, das kriegen wir hin. Eigentlich wollte ich Elektriker werden. Welche Steckdose war's? Die. Mal tief einatmen. Was ist das? Ja, das ist die Leber. Ja, wie im Fernsehen. Spannender als Fernsehen. Jetzt machen wir mal einen Schwenk rüber. So, das ist die Milz. Wir machen einen Blutgerinnungstest.
Christopher, da müssen wir dir noch ein bisschen Blut abnehmen. Aber nur ganz wenig. Okay. Leber und Milz sind geschwollen. Das ist meine Befürchtung. Und die Viren? Histiozytose. Weißt du, wie selten es ist? Klar, ich weiß nicht, möglich. Wie heißt du? Arzu. Arzu? Das ist türkisch und heißt Wunsch. Das typische Alter ist es auch nicht gerade. Ich hoffe, du hast recht. Bitte schön. Nehmen Sie Platz. Wissen Sie immer noch nicht, was es ist? Nein, und deswegen brauche ich Ihre Zustimmung für eine Knochenmarkpunktion. Was heißt das? Wir entnehmen dem hinteren Beckenbereich eine winzige Menge Knochenmark. Der Eingriff dauert ein paar Minuten. Und Christopher wird nichts davon bemerken. Er bekommt eine örtliche Betäubung. Sie vermuten doch was, sonst würden Sie doch nicht so einen Aufwand betreiben. Natürlich, eine Vermutung habe ich. Glauben Sie, er hat Krebs? Ja, das denken Sie doch. Nein, das denke ich nicht. Und warum dann das mit dem Knochenmark? Die Symptome deuten möglicherweise auf eine bestimmte Störung des Immunsystems. Sie heißt Histiozytose, kommt hauptsächlich bei Kindern vor und ist extrem selten. Ist das was Schlimmes? Ja. Lebensgefährlich. Unter Umständen, wenn man nicht schnell genug therapiert. Das heißt, man kann was dagegen machen? Ja, natürlich. Aber ich muss mir erstmal absolut sicher sein, dass es sich um Histiozytose handelt. Die Leute von Kedo Farm waren sehr beeindruckt. Die Testreihen sind unter Dach und Fach. Ja, wunderbar. Nehmen Sie Platz. So, hier ist Ihr neuer Vertrag. Nehmen Sie ihn mit nach Hause, lesen Sie ihn durch und unterschreiben Sie dann. Überstunden werden nicht vergütet? Ist das üblich? Ja. Aber lesen Sie doch erst einmal die letzte Seite. Heimann? Na, mein Liebster. Du, ich dachte, wir könnten vielleicht was essen gehen. Wo steckst du? Ich habe die Mittagspause genutzt. Um was zu erledigen. Um was denn? Na, wie ist es denn so in deinen neuen Räumen? Erzähl mal, fühlst du dich schon wie zu Hause? Mensch, hör auf. Papa sitzt hier und bastelt seit einer geschlagenen Stunde an der Elektrik rum. Der Salon hat keinen Strom. Wo bist du? Ich bin im Auto. Ist ja komisch. Man hört überhaupt gar keine Fahrgeräusche. Das war's. Und der Papa hat's geschafft. Ich mach mal Schluss, bis später, ja? Tschüss. Ja, bis gleich. Da wird sie staunen. Ah, Papa, du bist ein Schatz. Das war ganz schön knifflig, aber ich hab's geschafft. Oh, ich muss dringend zu Charlotte. Bist du ja richtig im Stress? So ist das als Rentner. Man hetzt von Termin zu Termin. Was habt ihr denn vor? Sie haben heute Morgen nur gesagt, ich muss mich dringend sprechen, will sich mit mir in der Stadt treffen. Im Café drin. Klingt ja geheimnisvoll. Na, jeder hat so seine kleinen Geheimnisse. Aha. Was war denn das vorhin am Telefon? Die Frau, die mit mir verheiratet ist, die muss sich eins ganz bestimmt nicht machen und das sind finanzielle Sorgen. Hä? Siehst du den Wagen da draußen? Ja, und? Ein Kunde ist vom Kauf zurückgetreten, deswegen gab es keine Lieferfristen. Was sind für Lieferfristen? Direkt angemeldet. Ich habe sogar noch ein paar Prozente runtergehandelt. Ist der nicht wunderschön? Den wirst du auf der Stelle zurückbringen. Zu spät. Oh nein! So, Christopher, und jetzt sag mir mal, ob du irgendetwas spürst. Was? Spürst gar nichts? Mm-mm. Sehr gut, die Betäubung wirkt. Hm? Ich will nicht. Was ist denn? Was willst du nicht? Keine Spritze, bitte. Den kleinen Pieks wirst du überhaupt nicht merken. Ein Mückenstich ist viel schlimmer. Okay. Hallo, Christopher. Hallo, Herr Doktor. Jetzt geht's los. Hm. Was machst du denn so, wenn du nicht im Krankenhaus liegst? Fußball spielen. Sturm oder Verteidigung? Was spielst du denn am liebsten?
Sturm. Wieso Sturm? Da ist mehr los. So. Spielst du im Verein? Beim VfB. Ich möchte mal Profi werden. Das klingt ja toll. Ich will keine Spritze. Du, schon passiert. Hab gar nichts gespürt. Das ist so, das haben wir dir doch gesagt. Bringst Leipzig in die Bundesliga. Versprochen? Versprochen. Danke. So, jetzt werden wir dich wieder in dein Zimmer bringen. Alles schon vorbei. Also okay? Zu riskant, merkt ihr ja nicht zumuten. Für Christopher sieht es nicht gut aus. Was sind die Ergebnisse? Knochenmark ist schwer angegriffen, außerdem gibt es Veränderungen im Gerinnungssystem. Also doch ist Zyozytose. Hast du vermehrt Makrophagen gefunden? Nein. Das heißt dann aber, dass... Also keine hundertprozentige Diagnose. Ja, nicht hundertprozentig, aber doch 99. Er braucht dringend die Chemo. Aber ihr wisst, was es bedeutet, wenn es keine Histiozytose ist. Dann ist ihm möglicherweise sein Todesurteil. Möchtest du, dass die Eltern Nein sagen zur Chemo? Ja, wie soll ihnen das vermitteln? Tja, Chefarzt, jetzt musst du ihnen zeigen, was du kannst. Hast du irgendein Problem mit meiner Position? Wieso sollte ich? Was hat der denn? Ein bisschen Hörumgebung. Es legt sich wieder. Das will ich hoffen. Bei einem Histiozytose-Patienten ist das Abwehrsystem überaktiviert. Dagegen müssen wir was unternehmen. Und zwar mit einer Chemotherapie. Und was bewirkt die? Sie beeinflusst das Abwehrsystem. Wenn ich es aber richtig verstehe, wissen Sie gar nicht genau, ob es wirklich diese... Histiozytose. Ob es das überhaupt ist. Ich hatte gehofft, mit der Punktion eine hundertprozentige Gewissheit zu bekommen. Haben Sie aber nicht. Und trotzdem bin ich mir sicher, ganz sicher, alles deutet auf diese Krankheit hin. Sämtliche Symptome sprechen die gleiche Sprache. Wenn es aber doch etwas anderes ist und es wird trotzdem diese Chemotherapie gemacht, was passiert dann? Also das wäre problematisch. Was heißt das? Jetzt mal Klartext. Nehmen wir mal an, Christopher hat einen schweren Infekt. Dann braucht er ein intaktes Abwehrsystem. Wenn er dann die Chemotherapie bekommt, die zunächst seine Abwehr schwächt... Haut ihm der Infekt glatt den Boden unter den Füßen weg, richtig? Ja, aber diese Möglichkeit ist äußerst unwahrscheinlich. Aber Sie können sie nicht ausschließen? Nicht hundertprozentig. Wie können Sie uns so etwas vorschlagen, unseren Sohn zum Gegenstand von Prozentrechnungen zu machen, sein Leben aufs Spiel setzen? Sag doch auch mal was! Wir können das nicht zulassen. Auf keinen Fall. Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Nein, das haben Sie nicht. Ganz und gar nicht. Sie können keine Diagnose stellen und wollen eine lebensgefährliche Therapie durchführen. Auf Verdacht, das haben wir alles ganz genau verstanden. Knochenmark irgendwann nicht mehr in der Lage, sich zu erholen. Der Junge hat diese Krankheit, das ist so gut wie sicher. Wenn Sie Ihren Jungen lieben, dann... Wenn wir ihn lieben, Herr Dr. Heilmann. Wir lieben ihn über alles, er ist unser einziges Kind. Er ist unser Mittelpunkt. Verdammt nochmal. Um ihn dreht sich unser ganzes Leben. Wenn ich abends nach Hause komme, dann springt er mir auf den Arm und es ist völlig egal, wo es ein lausiger Tag wartet. Nicht? Ich habe auch einen Sohn und eine Tochter. Wenn einer von beiden in dieser Situation wäre, ich würde die Chemotherapie einleiten, ohne eine Sekunde zu zögern. Geben Sie mir bitte Ihre Zustimmung, bitte. Angenommen, die Therapie funktioniert. Wird er dann wieder richtig gesund? Der Weg wäre auch dann noch nicht zu Ende. Anschließend braucht er eine Knochenmarktransplantation. Es kann eine Weile dauern, bis man einen geeigneten Spender findet. Trotzdem, verstehen Sie, trotzdem haben wir keine Wahl. Können Sie damit anfangen? Muss ich erst mal von der Punktion erholen. Ich denke, morgen früh sollten wir beginnen. Musik.
Diesmal musste ich einen Profi kommen lassen. Papa hatte eine Kleinigkeit übersehen. Männer. Männer und Auto. Ich sage dir, das ist ein Kindheitstraum. So, wenn ich bitten darf. Mit Roland muss das sein. Nee. Absolut verrückt. Das ist nicht nur Spielerei, das ist ein perfektes Sicherheitskonzept. Full-Size-Airbags, Seiten-Airbags. Na großartig, da freut man sich ja gleich so richtig auf den ersten Unfall. Wie fühlst du dich? Ich habe Angst, dass es für Chris alles zu viel ist. Georg, bitte versuch dich nicht so aufzuregen. Du weißt, das tut dir nicht gut. Das hat überhaupt nichts davon, wenn einer von uns beiden jetzt schlapp macht. Christopher Bruns kommt für die Chemo auf die Intensiv. Dann soll es denn losgehen? Eine halbe Stunde, wenn Sie es schon mal vorbereiten. Alles klar. Danke. Hast du gesehen, es tadelt. Na, solche Dinger. Der neue Wagen wird aussehen wie ein Küchensieb. Was? Guten Morgen, Roland. Das ist auch ein blöder Witz. Ich wusste gar nicht, dass du so auf Statussymbol stehst. Und bist du eigentlich sauer, dass ich den Jungen jetzt behandle? Gegenteil, ich bin froh, dass du die Sache übernommen hast. Wieso? Naja, ich meine, an der Chemo führt kein Weg vorbei, aber als ich in den USA war, da gab es diesen Fall. Kleines Mädchen. Erst haben die Kollegen rumgerätselt. Dann waren sie überzeugt, das ist Histiozytose. Die Chemo wurde eingeleitet, das Abwehrsystem der Kleinen brach zusammen und sie starb an Lungenentzündung. Und was willst du mir damit sagen? Ja, nichts. Dann halt doch einfach die Klappe, die Sache ist schwierig genug, da sind solche Geschichten wenig hilfreich. Gott sei Dank so empfindlich. Mach dich an deiner Arbeit. Gute Schabbat. Was sind Sie eigentlich für einer? Sie haben uns was vorgemacht. Verarscht haben Sie uns. Korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage. Mund bitte. Halten Sie den Mund. Wir wollen doch immer ganz sachlich bleiben. Keine Chemotherapie, ist das klar? Das können Sie nicht verantworten. Sie haben damit überhaupt nichts mehr zu tun. Ich will, dass Dr. Kreuzer sich um unseren Sohn kümmert. Und zwar nur noch Dr. Kreuzer. Der stürzt sich nicht blind in irgendwas hinein. Der sieht beide Seiten der Medaille, im Gegensatz zu Ihnen, Herr Chefarzt Dr. Heilmann. Und so geht das doch nicht. In der Diskussion. Gernot, ich störe nur ungern, aber es gibt Ärger. Was denn für Ärger? Die Eltern des kleinen Jungen. Christopher. Sie wollen ihn nicht mehr von Dr. Heilmann behandeln lassen. Wie bitte? Irgendwie haben Sie wohl das Vertrauen in ihn verloren. Wie ist das passiert? Sie haben Angst vor der Fehldiagnose, dass die Chemotherapie Ihren Sohn quasi töten könnte. Der Vater macht ja schon die ganze Station verrückt. Da ist der Heilmann nun zwei Tage Chefarzt und dann sowas. Aber da muss er jetzt durch. Gernot, ich weiß nicht, ob er das Problem alleine lösen kann. Er ist der neue Chefarzt. Soll ich seine Autorität untergraben? Kommt gar nicht in Frage. Schau mal, es geht doch gar nicht darum, ihm das Heft aus der Hand zu nehmen. Aber er sollte doch von deinen reichen Erfahrungen profitieren, oder nicht? Du bist doch sein Mentor. Was soll ich denn noch sagen, Roland? Christophers Chancen schwinden. Wir können zusehen, wie er stirbt. Das ist nicht wieder gut zu machen, auch nicht, wenn du vor mir auf den Knien rutschst. Ja. Na, Herrschaften. Wie läuft's denn so? Wir haben ein Problem. Christophers Eltern wollen keine Chemo. Ohne wasserdichte Diagnose geben sie keine Zustimmung. Sie sind so verunsichert, dass sie ihn nicht mehr von mir behandeln lassen wollen, sondern nur noch von Kreuzer. Wieso? Ja, ich hab... Sie glauben, ich bringe ihren Sohn leichtfertig in Gefahr. Sie sind... einfach in großer Sorge. Deshalb wechseln die gleich den Arzt? Was versprechen die sich davon? Was würden Sie denn anders machen, Kreuzer? Ja, nichts natürlich. Ich würde genau das Gleiche tun. Lassen Sie uns bitte allein, Kreuzer. Was wollen Sie unternehmen? Das frage ich mich auch. Vor allem geht es doch erstmal um das Leben des Jungen. Das ist das Wichtigste. Zum anderen habe ich hier einen frisch gebackenen Chefarzt.
Ich kann jetzt nicht einfach die Sache selbst in die Hand nehmen. Das würde bedeuten, Ihnen das Vertrauen zu entziehen. Und da kann ich Sie auch gleich zum Teufel schicken, Heimann. Und das wollen wir doch vermeiden, nicht wahr? Es gibt zur Chemo keine Alternative. Haben Sie den Eltern die Gefahren vielleicht zu eindringlich geschildert? Das glaube ich nicht. Wenn einem Arzt klar ist, was das Beste für einen Patienten ist, dann muss er dafür sorgen, dass der Patient das auch so sieht. Er muss offen mit ihm reden. Aber die Informationen richtig gewichten. Das habe ich gemacht. Die Eltern waren zunächst einverstanden. Mit der Chemo? Dann haben sie auf einmal einen Rückzieher gemacht. Warum denn das? Die Eltern haben ihre Meinung einmal geändert. Sie werden es ein zweites Mal tun. Sorgen Sie dafür. Aber wie? Das ist jetzt Ihr Job. Arztum ist das Größte und Schönste in den Beziehungen. Von Mensch zu Mensch. Das ist doch wirklich das Letzte. Er kann dir immer noch nicht gönnen, dass du es geworden bist und nicht er. Der Kleine stirbt, das ist das Ende unserer Freundschaft. Meine Karriere als Chefarzt fängt richtig gut an. Warum machst du nicht eine zweite Punktion? An einer anderen Stelle. Vielleicht ist der Befund dann eindeutig. Christophers Blutplättchen sind weiter abgesunken. Wie viel? Von 150.000 auf 10.000. Was heißt denn das? Erhöhtes Blutungsrisiko. Und bei so ängstlichen Eltern, die wären damit nie einverstanden. Vor allem, wenn es schief geht, dann könntest du eine Klage an den Hals kriegen, die dich Kopf und Kragen kostet. Du kennst dich gut aus? Mein Mann ist Chefarzt. Wer weiß lange noch. Christopher, wie geht's? Ich habe mich doch deutlich genug ausgedrückt. Ich habe Ihnen einen Vorschlag zu machen. Ja und? Lassen Sie mich eine zweite Knochenmarkpunktion durchführen. Wozu? Um die Diagnose doch noch zu klären. Ich bin davon überzeugt, dass Christopher Histiozytose hat. Völlig überzeugt. Und wenn Sie sich irren, was nützt uns das? Ich irre mich nicht. Und wenn doch? Bitte. Wir sind gleich wieder da. Ich könnte es mir einfach machen. Ich würde Dr. Kreuzer den Fall übergeben, dann würde er sich damit rumschlagen. Ich will dort rein raus. Aber ich will Ihrem Sohn das Leben retten, und koste es, was es wolle. Auch wenn es bedeutet, dass wir hier heftige Auseinandersetzungen haben. Das ist mir egal. Warum sollte das bei einer zweiten Punktion anders sein? Ich entnehme die Zellen diesmal aus dem vorderen Beckenbereich. Die Wahrscheinlichkeit, an einer anderen Stelle die typischen Veränderungen zu finden, ist sehr hoch. Jetzt kommen Sie uns wieder mit Wahrscheinlichkeit. Wenn das so einfach ist, warum sind Sie bisher noch nicht drauf gekommen? Es gibt ein gewisses Risiko. Das worin besteht? Wenn wir eine zweite Biopsie machen, riskieren wir eine Blutung, weil sich Christophers Zustand inzwischen verschlechtert hat. Also ist es gefährlich? Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Das Risiko ist gering. Jetzt sagen Sie schon, was wäre das Schlimmste? Eine schwere Nachblutung, die eine OP nach sich ziehen würde, ist nicht hundertprozentig auszuschließen. Wenn Sie noch mal was von Prozenten sagen. Da drin liegt mein Sohn, ist schwer krank und braucht dringend Hilfe. Und Sie spielen Jojo mit seinem Leben. Finger weg von meinem Sohn, und zwar endgültig. Ist das klar? Ich verstehe voll und ganz, warum Sie sich aufregen. Lassen Sie mich in Ruhe, lassen Sie uns in Ruhe. Georg! Wir sollten uns alle erstmal beruhigen. Und? Ich mache alles falsch. Alles. Und ich musste erst Chefarzt werden, damit mir sowas passiert. Das ist doch nicht wahr. Es ist einfach eine verflucht schwierige Situation. Roland, Menschen, die keine Ahnung von Medizin haben, woher sollen die wissen, was richtig und was falsch ist?
Sie erwarten natürlich, dass der Arzt Bescheid weiß und wollen einen, dem Sie vertrauen können. Wenn das Vertrauen futsch ist? Dann muss man den Bruch kitten. Das geht nicht auf die Schnelle. Um über eine schlechte Erfahrung hinwegzukommen, braucht man mindestens 10 gute, die das Gegenteil beweisen, sagt die Psychologie. Die Zeit habe ich nicht. Du darfst aber auch nicht einfach aufgeben. Was soll ich denn machen? Soll ich heimlich eine zweite Punktion machen oder soll ich den Vater auf seinen Geisteszustand untersuchen lassen? Also weißt du, solange du den Vater zum Feind hast, wird überhaupt nichts passieren. Ich könnte ihn auf ein Bier einladen, ne? oder ins Kino. Roland, Roland. Und was ist, wenn er recht hat? Ich traue ihm nicht, der hält sich für den Größten. Dr. Kreuzer, was schlagen Sie vor? Was werden Sie jetzt machen? Herr Brunz, Sie bringen mich da in eine schwierige Lage. Was Dr. Heimann Ihnen vorgeschlagen hat. Chemotherapie? Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Es ist und bleibt die einzige sinnvolle Maßnahme. Wenn sich das vorhin für Sie anders angehört hat, dann liegt es daran, dass ich mich, etwas unglücklich ausgedrückt habe. Was soll das jetzt werden? Ein Rückzieher? Wieso? Sie haben doch Druck bekommen, stimmt's? Ihr Chef hat Ihnen gedroht, was? Liegt das wieder gerade, hat er gesagt, oder ich werf dich raus? Das hat er nicht. Naja, er hat's bestimmt etwas cleverer ausgedrückt. Mit einer Prozentrechnung vielleicht. Ja. Wissen Sie was? Ihr interner Kram interessiert mich im Dreck. Da drin liegt mein Sohn und dem geht es immer schlechter. Da bleibt wohl nur eins. Wir wechseln die Klinik. Und was versprechen Sie sich davon? Bei den vorliegenden Befunden ist niemand in der Lage, eine andere Diagnose zu stellen, auch nicht in einer anderen Klinik. Ja, da wird wenigstens richtig gesucht. Da gibt man sich nicht mit dem erstbesten Verdacht zufrieden. Ich schwöre Ihnen, einen besseren Arzt als Dr. Heimann werden Sie nirgendwo finden. Er wurde zum Chefarzt ernannt, weil ihm hier keiner weit und breit das Wasser reichen kann. Und warum sind Sie ihm dann so einen Karren gefahren? Ja, das möchte ich auch gerne mal wissen. Tun Sie Ihrem Sohn und sich selbst einen Gefallen, einen großen, und lassen Sie Dr. Heimann seine Arbeit machen. Wissen Sie was? Sie sind ein Fähnchen im Wind. Und ich habe gedacht, Sie hätten es drauf. Aber ich habe viel zu lange gewartet. Ich organisiere jetzt einen Platz in einer anderen Klinik. Zieh den Jungen an. Herr Bruns! Frau Bruns, bitte! Ja, hallo, Herr Professor. Es tut mir leid, dass ich Sie störe. Es gibt ein Problem. Lassen Sie uns nochmal drüber reden, bitte. Es interessiert Sie vielleicht, dass Christopher in die Paracelsus-Klinik kommt. Ist alles organisiert. In einer Viertelstunde sind wir hier weg. Ist Ihnen nicht gut? Was war die Frage? Sie wurden angeschlagen. Ja, ist das ein Wunder in dem Irrenhaus hier? Kommen Sie doch bloß nicht auf die Tour! Wir haben unsere Entscheidung getroffen. Geben Sie sich keine Mühe. Sie schwächen ihn damit noch mehr. Das ist so sinnlos. Wenn Papa nicht kommt, bleibe ich im Bett. Papa ist bestimmt gleich wieder da. Der ist nur ganz kurz rausgegangen telefonieren. Er hat sich aber wieder so aufgeregt. Ja, aber jetzt wird alles gut, Mensch. Herr Professor. Was ist denn? Es ist dringend. Sofort auf die ITS-EKG-Labor. Er hat einen kurzen Herzstillstand, ich habe ihn reanimiert. Sieht nach Herzrhythmusstörungen aus. Man hat mehr Glück als Verstand gehabt, dass sie sofort bei ihm waren und helfen konnten. Er will den Jungen in die Paracelsus-Klinik bringen. Wer hat mich denn gefunden? Dr. Heilmann. Das heißt, ohne ihn? Wahrscheinlich. Ja.
möchte mit dir sprechen. Bitte hör ihm zu. Das kann ich mir jetzt wohl kaum abschlagen. Nein, nicht nur deswegen. Ich glaube, das ist ein guter Arzt. Außerdem, für uns geht es jetzt nur darum, die richtige Entscheidung zu treffen. Alles andere ist doch... Na, Herr Bruns. Hallo. Wie geht's Ihnen? Naja, wird schon wieder. Diesmal sind Sie noch glimpflich davongekommen, aber das nächste Mal ist vielleicht kein Arzt in der Nähe. Ich habe mich so aufgeregt. Sagen Sie mal, Ihr Mann, der soll nicht immer so gegen Windmühlen kämpfen. Sie wollen immer noch die zweite Punktion. Nein, wir könnten sie machen, aber sie bedeutet ein zusätzliches Risiko und Zeitverlust. Außerdem gibt sie uns keine Garantie, keine hundertprozentige. Ich habe mit den Kollegen der Paracelsus-Klinik den Fall detailliert besprochen. Sie sind wie ich der Meinung, dass nur eine Chemotherapie in Frage kommt, nichts anderes. Also, geben Sie sich einen Ruck. Sag ja, Georg, bitte. Wiedersehen. Ach, Schatz. Und einer der härteren Tage? Das ist noch nicht zu Ende. Das stimmt nicht. Ich habe dir alles erzählt. Ja, gestern. Das tut mir ja auch leid. Du sagst mir einen Tag vorher Bescheid. Hallo Papachen, was ist denn bei euch los? Sie fährt zur Kur. Ja, aber das ist doch schön. Wann denn? Der Koffer ist schon gepackt im Auto, hat sich eben von Achim verabschiedet. Ja, wohin soll's denn gehen? Nach Friedrichroda. Erzgebirge. Nein, Thüringer Wald. Dann kannst du doch Charlotte im Thüringer Wald besuchen. Da fahre ich nicht hin. Ich habe nicht nötig, Ihnen die Herrlichkeit der Lage zu beschreiben. Alles ist uns begünstigt. Der Himmel ist blau, die Wälder dunkel. Und die Wiesen grün. Ist das von dir? Friedrich Christoph Perthes. Wer ist das? Der erste Kurgast von Friedrichroda, 1837. Heimlich Prospekte studiert. Ich muss los. Moment mal. Du gehst nach Friedrichroda, um dir einen Kurschatten anzulachen. Wenn du es nicht anders willst. Wir können uns auch im Streit verabschieden. Oh. Welcher Armleuchter hat mich hier zugeparkt? Der Armleuchter bin ich, das ist mein Wagen. Was? Gemietet? Gekauft. Seid ihr jetzt alle verrückt geworden? Kaum ist der Chefarzt. Auch ein Chefarzt muss ordentlich fahren. Ich stehe hier seit heute früh um 7, aber wir fahren jetzt trotzdem weg. Darf ich mal ein paar Meter fahren? Friedrich! Herr Friedrich, wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Ich bin ein ausgezeichneter Fahrer. Wie viel PS? Mehr als genug. Ob es klasse ist, erkennt man erst an den Details. Wollen wir eine Runde drehen? Ja, mein Schatz. Schatten bleibt mich ans Steuer. Oh, schade. Ich wünsche dir einen schönen Aufenthalt in Friedrichroda. Danke dir. Und Finger weg von den Männern. Ach du. Wir sind gleich wieder da. Christopher, du kannst jetzt ein paar Tage lang keinen Besuch bekommen. Also deine Eltern werden da sein, aber du siehst sie nur durch die Scheibe. Warum? Damit du dich nicht anstecken kannst. Hm? Von dem, was wir dir geben, wirst du eine Weile ziemlich schwach sein. Ich will aber nicht schwach sein. Stell dir mal vor, du bist in einer Fußballmannschaft und der Torwart und alle Abwehrspieler werden krank, alle. Dann verlieren sie. Genau, und da gehst du doch gar nicht erst auf den Platz, sondern wartest, bis alle wieder fit sind. Nein. Es dauert auch gar nicht lange, mein Schatz. Und wir sind immer in deiner Nähe. Und Bib kann sogar bei dir bleiben. Manche Sachen gefallen einem überhaupt nicht, was? Und trotzdem sind sie für einen das Beste. Und wenn man das nicht checkt, kann es passieren, dass man eins auf die Glocke kriegt. Wie du. Ich
hätte längst die rote Karte verdient. Dass ich noch mitspielen darf, habe ich nur Dr. Heilmann zu verdanken. Wir sind immer in deiner Nähe. Christopher ist sehr, sehr tapfer. Richtigen Weg. Das Fieber ist deutlich gesunken. Das erste Anzeichen dafür, dass die Chemotherapie anschlägt. Wie geht's jetzt weiter? Morgen machen wir wieder so eine Laborkontrolle und wenn die Werte sich weiter so entwickeln, dann wissen wir mehr. Vielen Dank, Herr Dr. Heilmann. Wofür? Heiß. Wie, das ist frisch gebrüht? Was hast denn du gedacht? Roland, was ich jetzt mache, habe ich noch nie gemacht. Eine intelligente Bemerkung oder einen guten Witz? Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich habe mich benommen wie ein Idiot. Also das ist wirklich geschmeichelt. Und du hast mir auch noch gedeckt. Das vergesse ich dir nicht. Aber was du zu Christophers Eltern gesagt hast, hast du das ernst gemeint? Woher? Ich habe gelauscht. Hast du es ernst gemeint? Was hat er denn gesagt? Dass es weit und breit keinen besseren Arzt gibt als mich. Dass also nirgendwo jemand mir das Wasser reichen kann. Und dass auch keiner so umwerfend und so gut aussehend und so brillant ist, wie ich das gesagt. Soll ich nur seine Entschuldigung annehmen? Wird noch ein bisschen zappeln lassen. Wie lange? 4, 5 Wochen? Halbes Jahr. Ihr Säcke.